Angriffsbedingung, Schildabwehr, Schaden durch kritische Treffer. Gewährt schwaches Licht. Bewirkt, dass sie den Lauf der Gesundheit zurückerhalten. Und verzauberbar ist er auch. Nährendes Licht. Gewährt nährendes Licht. Abends wird das Heilvermögen des Lichts noch kraftvoller. Interessant. Beschützendes Licht. Gesundheit, alle Verteidigung außer Abwehr. Faszinierender Kristall. Erinnere kritische Treffer im Nahkampf verfügen über eine Chance, den Angreifer zu verwirren. Verbessert sich bei kritischen Erfolgen zu bezaubern. Strahlender Kristall gegen Intellektaufwirkungen. Wie teuer ist das Schild? Das Schild ist auch gekauft. Zauberanker, was ist mit dir? Gewehr Zauberlager. Ah, nicht wirklich. Gwyns Hochzeitsstrumpfband. Verfassung, Resistenz gegen Gewandtheitswirkung. Krokow auf Singer. Gewandtheit, Fingerfertigkeit. Gewährt Böller. Ah, Zauberbuch der dampfförmigen Zauberei. Nee, ich bin damit ganz zufrieden. Geht das Diebes kann weg. Das kommt mal dahin. Der Bogen kann auch mal weg. Absolutely. Hi, was ist mit dir? Do you look for something in particular? Suchst du etwas Bestimmtes? Fasina beugt sich vor und hebt eine Augenbraue. Ich wollte über den Laden eben sprechen, deinen kleinen Kollegen. I hate him from horn to hoof. More than once I caught him smearing feces all over our selection of cloaks. Na, das ist auch nicht schön. Ich hasse ihn von Horn bis Huf. Ich habe ihn schon mehrmals dabei erwischt, wie er unsere Umhänge mit Fäkalien beschmiert hat. Not that this should dissuade you from buying one. Nicht, dass ich es dich davon abhalten soll, einen zu kaufen. Sie hustet in ihre Faust. Ich glaube, er ist traurig, weil du vom Laden weg warst. Ich glaube, er hat dich gern hier auf eine komische Art und Weise. Sie betrachtet dich und wiegt deine Worte mit unsicher, doch interessierten Gesichtsausdruck ab. We are talking about the same little flying stinker? Nein, sprechen wir über den gleichen kleinen fliegenden Stinker. Maybe I ought to be nicer to the little thing. We both hate Arkemir, so we have that much in common. Vielleicht soll ich zu diesem kleinen Ding etwas netter sein. Wir beide hassen Arkemir, so viel haben wir gemeinsam. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja, sie hat dasselbe zu verkaufen. Also, das ist. Die beiden teilen sich den Shop. Hast du uns noch was Neues zu sagen? Salutations. Do you wish to hear your fortune? Grüße, möchtest du ein. Grüße, möchtest du einen Blick in deine Zukunft werfen? Nur ein Kupferhaufen. Mir wurde gesagt, dass du in Arkemirs Eigenwesen eingebrochen bist. What? Am I famous out there or something? Wie, bin ich da draußen berühmt oder was? Tell you what, 500 Pyres and you get the exclusive story. Ich sag dir was, 500 Pyres und du bekommst die exklusive Geschichte. Was könntest du überhaupt mit Geld wollen? I need to buy my way out of here somehow. 500 Pyres greases the gears. Ich muss mir irgendwie den Weg von hier wegkaufen. 500 Pyres ölen die Zahnräder. Na gut, 500 Kupfer, hier bitte. Ifrit tippt auf sein Ende des Münzschlitzes. Du verbringst eine mühselige Stunde, die Münzen durch Ifrits Schlitz zu schieben, eine nach der anderen. Währenddessen reibt die fünf volle Freunde seinen hölzernen Hände zusammen. Du hast 500 Kupfer und eine Stunde verloren. An Orland partner and I got to thinking that Arkemir wouldn't miss a few coins here, a few gems there. Dieses Anwesen ist eine Festung, ein orleanischer Kompliz und ich dachten uns, dass Arkemir hier und da ein paar Münzen oder ein paar Edelsteine nicht vermissen würde. There's a span of natural rock between Arkemir's place and the luminous bathhouse. Ganor let us camp in his basement with our pickaxes. Es gibt eine Felsspanne zwischen Arkemirs Haus und dem leuchtenden Badehaus. Ganor ließ uns mit unseren Spitzhacken in seinen Keller. After some careful hammering, we found ourselves in Arkemir's manor without a guard in sight. Nach etwas vorsichtigem Hämmern befanden wir uns in Arkemirs Anwesen und es war keine Wache in Sicht. Seine Augen füllen sich mit Stolz. Was ist dann passiert? We snuck through the house until we found the vault. No keyhole, just a bunch of gems. Wir schlichen durch das Haus, bis wir die Schatzkammer fanden. Kein Schlüssel, noch nur ein Haufen Edelsteine. While he was working on the lock, one of the local imps grew keen to us. Während wir am
Riegel arbeiteten, hat uns einer der Imps bemerkt. Alarms went off. I don't remember dying, really. I just woke up in this box. Arkimir told me that I had to work off my debt. Der Alarm wurde ausgelöst. Ich erinnere mich gar nicht an den Tod. Ich bin dann in dieser Kiste aufgewacht und Arkimir sagte mir, dass ich meine Schulden abarbeiten muss. Was ist mit dem Komplizen passiert, nachdem du gestorben bist? Arkimir told me that he died, but that he was put to good use. Forgive me if I don't speculate on the meaning of that. Arkimir sagte mir, dass er gestorben ist, aber dass er von dem guten Gebrauch macht. Vergib mir, wenn ich keine Vermutung anstelle, was das heißen könnte. Sag mir nochmal, wie du in Arkimirs Anwesen eingebrochen bist. Sucker for a good story, eh? Can't say I blame you. Du hast Schwächen wie gute Geschichten, wie ich kann es dir nicht verübeln. That manor is a fortress. Ja. There's a span of natural. After some careful hammering, we found ourselves in Arkimir's manor without a guard in sight. Das ist eine vernünftige Idee. Niemand hätte gewusst, dass ihr kommt. Hey, you're smarter than you look. We might have been able to crack the lock on the front door, but who knew how many guards would meet on the other side? Hey, du bist klüger als du aussiehst. Wir hätten wahrscheinlich das Schloss an der Vordertür knacken können, aber wir wussten schon, wie viele Wachen auf der anderen Seite auf uns warten würden. We snuck through the house until we found the vault. No keyhole, just a bunch of jam. Kennen wir schon? Working on the lock. Ja. Alarms went off. Dann leb wohl. Gut. Das kennen wir ja eigentlich alles schon. Jetzt ab ins Badehaus. Dort unser Zeugs erledigen. Was wir zu erledigen haben. Ja, leuchtendes Badehaus. So, hier haben wir viele Dinge zu tun. Einmal nach Seraphins Freund fragen, dann die Auftrag für die Valianische Handelsgesellschaft und dann wieder in Akemirs Kerker eindringen, Keller eindringen und endlich die Schatzkammer plündern. So. Haben sie eigentlich das hier gepatcht und den Leuten jetzt Badeanzüge gegeben, oder? Ja, sie sehen nicht mehr nackt aus, auf jeden Fall. Okay, mit wem sollte ich hier reden für ein Zauberer und ein Gentleman? Frage Udine. Den Leuten im Badehaus in der Kataka aus. Du bist Gano. Du bist der Keller. Da will ich erstmal nicht runter. Badehausgast, Badehausgast. Ah, Udine. Wenn du nichts anderes brauchst, bitte lass mich hier im Wasser. Die Frau tupft sich mit einem warmen Tuch ab. Du bist Udine, oder? Wir haben gehört, dass du uns helfen kannst, Remaro zu finden. Oh, you poxy old salt. Spill what you know before we spill your guts. Seraphin, ganz ruhig. Ei, du miese alte Seepirin. Raus damit, was du weißt, oder raus mit deinen Innereien. Seraphin, you have a rather curious method of making a request. How often has this worked in your favor? Seraphin, du hast eine seltsame Art, um einen Gefallen zu bitten. Wie oft hat das für dich funktioniert? Well, mayhaps a time or two. Suppose it works best with a gun behind it, ma'am. Ich, naja, vielleicht ein oder zweimal. Ich schätze, es läuft am besten, wenn er der Schusswaffe dahinter ist, meine Dame. Er räuspert sich und nimmt ein zunehmend großes Interesse an seinen Zehen. Seraphin. Seraphin. Sie lächelt traurig und gütig. Remaro described you pointedly. He told me that you would come were he in danger. Remaro hat dich gezielt beschrieben. Er sagte mir, dass du kommen wirst und dass du in Gefahr bist. Danger? Nay, not I. But I do seek him, though. And I feel that he needs me. Feel it in the deep depths of my furry fun sack. If you care for him, you'll be telling me what you know. Gefahr? Nein, nicht ich. Ich suche ihn, aber ich spüre, dass er mich braucht. Ich spüre es tief in meinem pelzigen Spaßsack.
Eine nette Art, das zu beschreiben. Wenn er dir lieb ist, dann wirst du mir sagen, was du weißt. He bade me not tell anybody of his plans, ye included. He's left this area, afeard of the danger he fetches on those near to him. Er hat mich gebeten, niemandem von seinem Plan zu erzählen, auch dir nicht. Er hat die Gegend verlassen. Er hat Angst vor der Gefahr, die er den Leuten in seiner Nähe darstellt. Sie gibt ein langes, schmerzhaftes Seufzen und zuckt zusammen. Mir scheint das Remark und ich wollte, dass du ihn findest, Seraphim. Vielleicht solltest du es sein lassen. Bitte hilf meinem Freund Udin. Er liebt Remaro wie ein Vater. Sag uns, wo wir Remaro finden, oder du verlierst dein Leben. Wir haben bei dieser Sache genug Zeit verschwendet, Seraphim. Sind wir mal so gefühlsduselig und nehmen die zwei. Er ist das Nächste, was ich an Verwandtschaft habe. Warum hat er mich vertraut? Seraphim lässt seinen Kopf hängen. Er hat dir vertraut. Er hat dir voll und ganz vertraut. Udine runzelt Seraphim die Stirn. Ihre Augen brechen beinahe in Tränen aus. I'll tell you and trust you to Khan Bestwick to make of the Khanin. Remaro treated me as galleon for mine clipper. A stuggy trade, surely. But he insisted that he needed the speed. Ich sage es dir und ich vertraue darauf, dass du aus dem Wissen das Beste zu machen weißt. Remaro tauschte seine Galeone gegen meinen Clipper. Ein dürftiger Tausch aber bestand darauf, dass er die Geschwindigkeit brauchte. I can't tell you what he intends, but he set sail for Sayuka, intending to replenish there. Ich kann dir nicht sagen, was er vorhat, aber er ist nach Sayuka aufgebrochen und wollte dort wieder aufstocken. Das ist alles, was ich weiß, was immer dir das helfen mag. Er hat die Zauberer aufgegeben. Und für was? Einen elfischen Clipper? Das ergibt so viel Sinn wie Euter an einem Jungdrachen. Captain, er wäre leichtes Spiel für jeden Freibeuter. Wer jagt den Remaro außer Malna Schnoch? Komm, das... Komisch, dass dein guter Freund sich so anstrengt, dich zu vermeiden. Wir sollten schnell nach Sayuka. Wir haben alles erfahren, was es hier zu lernen gibt. Nehmen wir mal die 1. Salty Cockfoss be the biggest threat, sure is shit. But others will want that bounty too. Not to mention a favor comes with it. Dieser gesalzene alte Schraubstock wird die größte Bedrohung sein, das steht fest. Aber andere werden das Kopffeld auch das hier wollen. Geschweige denn den Gefallen, der dazu kommt. Wir sollten schnell nach Sayuka. Hey, Captain, du kannst meine Gedanken lesen. Und hier dachte ich, das wäre meine Fähigkeit. Er zwinkert. Kiyo wiegt auf dem Fußbein und nimmt den Gedanken verloren. Wegen der Unbeschwertheit. Thank you mightily, lass. Enjoy the baths. Danke dir vielmals, Mädel. Genieße das Bad. Er verbeugt sich vor Udine. The wages of war catch you up soon or sign. Sichere Reisen, der Lohn des Krieges wird dich einholen, früher oder später. Okay, neue Sachen. Udine behauptet, dass Remaro in Sayuka seine Vorräte aufstocken will, bevor er das Todesfeuer verlässt. Seraphim will, dass wir dem alten Piraten folgen. Gut, das war das. Dreckswäsche. Mit Brise reden. Ja, wo finden wir jetzt Brise? Wahrscheinlich im Obergeschoss, in irgendeinem Zimmer. Gucken wir uns das zuerst an. Ja, genau, da fegt sie gerade den Boden. You and I, we have a mutual friend, do we not? Du und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund, nicht wahr? Sie grinst beide und ihre rosa Zunge schaut zwischen ihren Zähnen hervor.
Ich bin auf Wunsch von Direktor Castol hier. Sag mir einfach, was ich wissen muss. Nehmen wir die 1. Good.